Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Auch heute gibt euch der Herr ein wunderbares Wort. Wisst ihr, was für ein Wort? Ein Gebet, das ihr unbedingt beten sollt. Vielleicht seid ihr heute in einer ähnlichen Situation. In Psalm 143, Vers 9 lesen wir: Errette mich, mein Gott, von meinem Feinde. Ein wunderschönes Gebet. König David war öfters in so einer Situation, wo er gegen seine Feinde den Krieg führen müsste. Er betete an Gott, ihm von seinen Feinden zu erretten. Er wurde mehrmals bei Gott gerettet. Es herrschte Bürgerkrieg in Nordamerika. George Washington, er war eigentlich derjenige, der den Bürgerkrieg in Amerika geführt und befreit hat. Er wurde danach der erste Präsident der USA. Er hatte komplettes Vertrauen an unseren Herrn Jesus Christus. Das eine Mal befand er sich im Krieg ohne seine Kompanie. Er tat sein Bestes, mit dem Pferd zu flüchten. Eine große Truppe von Feinden war auf der Jagd nach ihm. In diesem Moment betete Washington, um ihn von seinen Feinden zu erretten, und dachte: Ich bin Einzelner umringt von meinen Feinden. Er hatte die Hürde, einen großen Fluss zu überqueren. Er stand verzweifelt am Ufer, weil der Fluss schon überflutet und unmöglich zu überqueren war. Es war ein großer Fluss mit starkem Hochwasser. Aber Washington konnte schwimmen. Was sollte er nun tun? Es war ein sehr kalter Tag, weil Wasser eisig war. Er wollte ja nicht einfrieren. Ihm wurde langsam klar, dass der einzige Ausweg, von seinen Feinden zu fliehen, wäre, in den Fluss zu schwimmen. Aber der Fluss war überflutet. Des Weiteren war das Wasser im Fluss eiskalt. Das war das Ende. Er dachte, er würde nicht überleben. Er betet dennoch ein Gebet auf dem Ufer des Flusses. Herr, ich bitte dich in dieser schweren Zeit, mich von meinen Feinden zu erretten. Ich glaube an dich. So betend sprang er in den Fluss und begann zu schwimmen. Die große Schar von Feinden war überrascht, als er in den Fluss sprang. Sie waren sich sicher, dass es sein Ende war und dass Washington im starken Strom sterben würde. Diese Kälte, das Wasser war sehr eisig und der große Fluss. Die Feinde waren sich sicher, dass er im Wasser einfrieren wird und sterben, und kehrten zurück. Aber Washington gab nicht auf, schwamm in den kalten Wasser, bis er das andere Ufer erreichte. Er kam am anderen Ufer lebend an. Die Flut hatte ihn nicht weggerissen oder die Kälte ihn getötet. Der Herr hatte sein Gebet gehört und ihn errettet. Er hatte ihn nicht vor seinen Feinden zu Schanden kommen lassen. Gott nutzte ihn für die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten von Amerika und erhob ihn als der erste Präsident. Meine lieben Geschwister, vielleicht werdet ihr heute auch von euren Feinden verfolgt. Bei dir zu Hause, auf der Arbeit, im Dienste Gottes, im Betrieb. Aber die Feinde können euch nicht zerstören. Er ist bereit, euch von ihrer Hand zu erretten und zu beschützen. Gott ist bereit. Betet nun ein kleines Gebet an den Herrn. Herr, um mich herum und wo ich lebe, gibt es Feinde, eifersüchtige Menschen, die meine Zerstörung erwarten. Errette mich von diesen Feinden. Ihr müsst beten. Er erwartet euer Gebet. Betet ein kleines Gebet, der Herr wird euch erretten. Gott wird euch beschützen. Vater, errette uns von den Händen meiner Feinde und behüte uns. Wir glauben dran. Im Namen Jesus Christus bete ich. Amen. Amen.